Dieses Video wird gesponsert von meinen großzügigen Unterstützern auf ko-fi.com. Links habe ich in der Beschreibung. Moin Leute, ich bin der Kevin von Javelin Guitars und ihr seht richtig, ich habe einen Laser. Ich habe auch für euch ein paar Ankündigungen und warum das wichtig ist, dass ich den Laser habe, das erfahrt ihr gleich. Also dranbleiben. Hallo meine lieben Freunde der gepflegten Kellerkunst. Heute geht es um so ein paar Sachen, die auf der Strecke liegen geblieben sind und ein paar Ankündigungen, was in nächster Zukunft noch passieren soll. Genau, Deutsches Offline heute. Herzlichen Glückwunsch. Fangen wir mal an mit irgendwas mit Gitarren. Viele von euch haben schon nachgefragt, wann gibt es denn eine neue Folge von irgendwas mit Gitarren. Falls ihr noch nicht mitbekommen hattet, ist mein Podcast zusammen mit Micha, a.k.a. Old Guitar Hand. Ist hier auf YouTube, ist auf Spotify. Ich muss mal gucken, dass ich einen RSS-Feed eingerichtet bekomme. Dann ist das überall anders sonst auch noch, wo man so Podcasts hören kann. Aber bei uns YouTube und Spotify. Der Micha hat gerade ein paar private Angelegenheiten, um die er sich kümmern muss. Deswegen finden wir da jetzt gerade keine Zeit für. Ich suche händeringend nach Gästen, mit denen ich mal so eine Art Interview-Podcast, lockere Gesprächsrunde führen kann. Da habe ich auch schon 2-3 Stück, die sich aber erst wahrscheinlich Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres irgendwie ermöglichen werden können und so weiter. Genau, sind auf jeden Fall ein paar spannende Leute dabei. Und was ich da ganz gerne machen wollte, um euch nicht zu lange auf die Folter zu spannen, war nächsten Mittwoch, also Mittwoch der, was ist es, 28. nach dem ganzen Weihnachtsunsinn, würde ich mich abends zu Primetime, 20 Uhr, Mittwoch um 20 Uhr, mal hinsetzen und einen Livestream machen. 1,5-2 Stunden einfach mal ein Q&A, Ask Me Anything, AMA, wie auch immer. Ihr könnt mit mir chatten, ich beantworte direkt eure Fragen und dann gucken wir, ob wir so vielleicht ein nettes Unterhaltungsprogramm zustande bekommen. Genau, das zu irgendwas mit Gitarren. Nächste Sache, der Online-Shop ist ja immer irgendwie so die letzten Jahre schon immer das Sorgenkind gewesen, weil ich den selber gemacht habe. Und da habe ich jetzt jemanden, der sich darum kümmern wird, dass in Zukunft die Website wieder richtig, richtig gut aussieht. Und das wird auf jeden Fall eine coole, coole Sache, weil ich da auch ein paar Sachen geplant habe, die es so noch nicht gibt. Und das wird eine richtig spannende Sache. Und damit jetzt so ein leichter Segway in das größte Thema für mich. Wir sind viel zu hell. Größtes Thema für mich jetzt zum auslaufenden Jahr 2023, Beginn des Jahr 2024. So, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich habe einen Laser und der läuft jetzt gerade auch schon wieder durch. Gucken wir uns einmal ganz kurz an. Spannend, spannend. Zoomen wir einmal kurz rein, mal gucken, wie das jetzt hier geht. Zoom, zoom, zoom. Genau, was macht der da? Spannende Sachen. Ihr seht, das ist jetzt eine relativ komische Form, die man so sonst noch nicht bei einer Gitarre gesehen hat, die der da jetzt gerade reinfräst. Hat alles seine Richtigkeit. Und was das auf sich hat, das würde ich euch gerne vorführen. Und zwar habe ich mir ein mehr oder minder neuartiges Konzept überlegt für Frässchablonen. Und dieses Konzept ermöglicht es euch, ohne großen Aufwand, jede x-beliebige Form zu fräsen und diesen Fräseinsatz hier in der Mitte zu benutzen, um die Pickup- und Hardware-Konfiguration auszuwechseln, wie ihr es gerade benötigt, ohne dass ihr die Schablone nochmal von der Gitarre entfernen müsst, sodass ihr also immer perfekt zentriert seid. Das spart euch schon mal jede Menge Kopfarbeit und Messarbeit am Instrument, wenn ihr die Fräsungen vornehmt. Des Weiteren, und das laser ich mir da jetzt gerade zurecht, habe ich die Schablone für die Vorderseite und für die Rückseite miteinander kombiniert, indem ich die so gestaltet habe und hier oben kommt ein Einsatz rein für die verschiedenen Halstaschen. Also entweder so ein Ibanez Style All Access Neck Joint abgerundet, alles schön ergonomisch, oder eine klassische Strat/Tele
rechteckige Halstasche, die da dran soll. Genau. Und das ist als Einsatz, den ihr hier einsetzen könnt. Wenn ihr den Einsatz entfernt, habt ihr die Halstasche, die eingefräst werden kann. Mit dem Einsatz habt ihr die Form, die komplette Form des Korpus. Und da braucht ihr keine extra Schablone mehr aufsetzen und braucht nur noch diese eine. Genau. Und alles Weitere, das zeige ich euch jetzt mal hier am Tisch, ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. So, hereinspaziert in mein Chaos, das mache ich mal eben ein bisschen sauber und dann kann ich euch das besser zeigen. So. Besser als vorher. Weiß Gott nicht würdig einer Besichtigung einer potenziellen durch die BG, aber trotzdem. Ich habe jetzt hier mal einfach nur zu Demonstrationszwecken eine kleine Auswahl bereits fertiger Schablonen mitgebracht, was die Body Shapes angeht. Und zwar, ich meine, ich packe hier mal eine kurze kleine Auflistung aller verfügbaren Body Shapes rein. So, ihr seht also, es sind ein paar, aber völlig jetzt egal, ob es jetzt eine Paul-Rita Schmidt wird, ob es eine Gladius wird, so, die Johann Petrucci oder eine Hawking Bird, ist alles möglich. Und nehmen wir jetzt mal als Beispiel einfach mal die Paul-Rita Schmidt. Abgekürzt PRS. Ich bin nämlich lustig, müsst ihr wissen. So, da ist jetzt die Paul-Rita Schmidt. Und nicht nur, dass wir jetzt hier unterschiedliche Einsätze haben, wenn wir zum Beispiel das Elektronikfach fräsen wollen, haben wir hier den Einsatz und haben das Innere des Elektronikfachs. Wenn wir das entfernen, haben wir den Deckel vom Elektronikfach. So, und wenn wir das hier wieder zusammenstecken, dann haben wir hier auch den Deckel selber, den wir fräsen können. Sondern es geht dann noch weiter mit diesem Einsatz in der Mitte. Und zwar können wir auswählen, zum Beispiel, wir wollen eine Tune-O-Matic mit drei Single Coils. Kein Problem. Dann, und das seht ihr hier, diese Einsätze sind auch puzzelartig ein- und aussetzbar, je nachdem, ob ihr gerade bohren oder fräsen wollt. Und für etwas mehr Stabilität beim Fräsen könnt ihr die ganzen Einsätze reinstecken und dann entsprechend fräsen. Habt ihr hier den Einsatz? Na, Vorführeffekt. So, da passt er rein. Und dann könnt ihr hier jetzt die Tonabnehmer reinfräsen. So, wenn jetzt diese Tonabnehmerbestückung doof ist oder gerade nicht ganz gut passt, nimmt er einfach eine andere. Und hier seht ihr, haben wir dann die Möglichkeit, Floyd Rose und die drei Tonabnehmer. Und für mehr Stabilität beim Fräsen können wir auch da die ganzen Einsätze einfach wieder reinpacken. Haben hier dann an der Vorderseite die Fräsung für Floyd Rose, für die beiden Bolzen die Befestigung. Hier haben wir die Unterfräsung, falls ihr das recessen wolltet, damit ihr nach hinten wegbiegen könnt. So, genau. Die könnt ihr auch miteinander kombinieren, wenn ihr also dann hier einen Humbucker reinpacken wollt. Aber die anderen beiden Fräsungen sollen dann Single Coils sein. Könnt ihr die Einsätze miteinander kombinieren. Wenn es ein Telecaster-Einsatz sein soll, haben wir auch hier die Möglichkeit, String Through zu machen. Und dann entsprechend ein Humbucker. Auch das ist möglich. Und wenn wir das für die Rückseite des Bodies nutzen wollen, haben wir hier zum Beispiel
die Einsätze fürs Tremolo. Hier haben wir die Fräsung für den Tremolo-Block. Hier haben wir die Fräsung für die Tremolo-Federn. Hier haben wir die Fräsung für den Deckel. So. Hiermit können wir auch gleichzeitig einen Deckel fräsen. Und damit man, wie gesagt, die benötigte Stabilität hat, um das Ding vernünftig fräsen zu können, kann man das so wieder zusammensetzen. Ist hier und da manchmal noch ein bisschen frickelig, weil das so genau passt. Na, Vorführeffekt. Es ist kalt, meine Finger werden taub. Aber seht ihr, das könnt ihr dann so benutzen, um euch die Abdeckung für das Tremolofach zu fräsen. So, und da sind wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Normale Telecaster-Bestückung mit einem Lipstick am Hals und dem normalen, Telecaster-Pickup unten. String-Through für die klassische Telecaster-Bridge. So, und das könnt ihr alles beliebig miteinander kombinieren. Und wie gesagt, die gleiche Schablone für Vorder- und Rückseite der Gitarre benutzen. Und falls ihr eine Left Hand machen wollt, braucht ihr auch hier einfach das ganze Spielchen nur umdrehen. Und schon habt ihr eine Left Hand. Einfacher könnte es kaum sein. Hier habe ich schon mal angefertigt aus einem alten Stück MDF, was ich noch rumliegen hatte, nochmal eine Schablone, wie man sie dann sonst auch nochmal anfertigen würde. Aus MDF, 12 mm. Hier die Paul Rieter Schmidt mit entsprechender HSH-Fräsung und die Vorfräsung für ein Tremolo, ob es jetzt ein 2-Punkt ist oder ein Floyd Rose oder was auch immer. Und hier das Elektronikfach. Hat ein paar Minuten gedauert, es könnte echt nicht einfacher sein und passt alles millimetergenau. Richtig geile Geschichte. So, und diese Frässchablonen sind eine Sache, von der ich hoffe, dass sie mir dabei hilft, das ganze Unternehmen hier richtig gut voranzubringen. Ihr seid ein richtig geiles Publikum. Wenn ich jetzt mal 2023 auch noch mal so ein bisschen Revue passieren lasse, ich glaube, ich habe angefangen dieses Jahr mit 120 Abonnenten, bin jetzt bei bald 600, 571 sind jetzt gerade, glaube ich. Also das ist echter Irrsinn, den ihr da leistet. So, die Anzahl an Zuschauern, die immer bei den Podcasts dabei sind, die Anzahl der Fragen und Kommentaren, die wir da kriegen, die Interaktion mit euch ist wirklich eine geile Sache, macht unheimlich viel Spaß. Und auch auf privater Ebene sind da jetzt schon so 2, 3 Freundschaften entstanden, die ich sehr zu schätzen weiß. Ist eine sehr, sehr coole Sache. Behaltet auf jeden Fall mal, Sekunde, ist schon wieder zu hell. Behaltet auf jeden Fall mal die Website im Blick. Ich kann ja jetzt mittlerweile als offizieller YouTube-Partner die Produkte auch direkt unten drunter verlinken. Da werde ich mal mein Möglichstes tun, damit das auch geschieht. Und dann könnt ihr euch diese Schablonen gerne mal anschauen. Von daher könnt ihr euch auswählen, welches Material das ist. Entweder Multiplex-Sperrholz oder ob es auch MDF ist, HDF. Was auch immer, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich kann auch euch das auch aus Acryl machen. Ist halt nur entsprechend teuer. Aber die Möglichkeit besteht. Behaltet also javelinguitars.de im Blick. Dort werden nicht nur diese Schablonen verfügbar sein, sondern auch der Online-Body-Konfigurator, an dem jetzt gerade vehement gearbeitet wird. Das wird auch nochmal eine richtig tolle Sache. Da könnt ihr euch dann euren Body zusammenstellen, so wie ihr ihn haben wollt, ein Custom-Body. Und ihr bekommt dann in Echtzeit eine grafische Repräsentation des fertigen Produkts gerendert, sodass ihr euch im Vorfeld schon mal ein Bild davon machen könnt, ein ziemlich genaues, wie eure fertige Gitarre dann aussehen wird, solltet ihr in eine bestellen wollen. Ich danke euch jetzt schon mal fürs Zuschauen. Danke für das geile Jahr 2023. Ich hoffe auf ein geiles Jahr 2024. Falls wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich euch schöne besinnliche Feiertage. Genießt die Zeit mit eurer Familie. Nutzt die Zeit, um euch gut auszuruhen, eure Batterien wieder aufzuladen, sodass wir dann gemeinsam hoffentlich ausgeruht und energiegeladen ins Jahr 2024 starten können.
So, ich gucke mir nochmal an, was der Laser hier weitermacht. Nächste Woche Mittwoch, 20 Uhr, irgendwas mit Gitarren, ein Live-Q&A mit mir. Ihr könnt chatten, ich beantworte oder was auch immer. Genau, wird eine tolle Sache. Frohe Weihnachten, frohe Feiertage, frohes Kwanzaa, was auch immer ihr feiert, mir egal. Vielen Dank fürs letzte Jahr und auf das kommende Jahr. Ich war der Kevin von Javelin Guitars. Wir sehen uns. Reingehauen.